der Kunde ist digital, dann muss das Geschäft auch digital sein. Es ist richtig cool. Also am Anfang gab es ein kleines Buffet zum Frühstück, dann eine kurze Begrüßung und dann ging auch direkt mein Workshop mit Bayer los, der bis jetzt ziemlich cool war. Was ich super finde, ist, dass man halt viele Leute trifft, man lernt unterschiedliche Unternehmensvertreter kennen, man trifft auch andere MTPler, viele Studenten hier. Generell ist die Atmosphäre sehr locker, obwohl es eigentlich ja doch so ein professioneller Kongress ist. Also ich habe mich auch gefreut, wieder viele Leute hier zu sehen, gerade jetzt zum Ende der Amtszeit nochmal. Ja, doch, das ist ganz schön. Dann ist das ein Ziel, man findet sich in einem ganz anderen Abschnitt von der Customer Journey und kann halt da super gut auf seine Segmentierung an den Kunden ansteuern. Aber perfekt gesagt, also man lebt halt nicht in dieser einen kleinen Bubble. Man ist eigentlich nicht mehr wirklich relevant für den Anfangswerbung, das ist Coca-Cola. Plus das Filtern wird auch smarter werden. Also nur weil du dich auf Google bewegst und auf Google immer Linkspolitik liest, bedeutet das nicht in Zukunft, dass du auch in der gleichen Bubble bleibst. Sondern es wird halt viel mehr Vernetzung stattfinden. Es entwickeln sich viel stärker neuronale Netze auf, die halt viel smarter sind und nicht nur stumpf dir immer alles aus einer Richtung zeigen.